dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Wir haben jetzt nach dem letzten Spieltag 1. FC Magdeburg gegen SC Preußen Münster am Ende 2:2 präsentiert von unserem Partner Schraderhaus. Und natürlich überlassen wir das erste Wort dem Gästetrainer Sascha Wittmann. Wir haben die Partie gesehen, die am Ende doch sehr offen war. Ich glaube, dieses Spiel ist sehr sinnbildlich für uns in den letzten Spielen gewesen. Wir haben wirklich eine gute Spielanlage gehabt, haben auch unsere Tormöglichkeiten, lassen da einfach zu viel liegen, schießen aus 7-8 Metern den Pfosten. Schaffen es nicht, uns dafür zu belohnen für diesen ganzen Aufwand. Kriegst dann mit einer Aktion von Christian Beck das 1:0 gegen dich. Dann ist die Mannschaft aber wieder zurückgekommen, macht den Ausgleich und dann war es ein offenes Spiel am Schluss, so ein bisschen Schlagabtausch auch, wobei wir natürlich unbedingt gewinnen wollten, weil die Möglichkeit ja immer noch bestand, dass du einen nach oben klettern kannst. Im Endeffekt, ja, denke ich, war das Spiel okay von uns heute und leider haben wir es nicht gewonnen. Danke. Herr Hildmann, vielen Dank. Thomas Hossmann, deine Einschätzung bitte. Ja, ich will eigentlich nicht viel zum Spiel sagen. Sascha hat es ja schon gesagt, ich denke mal, wir hatten schön unsere Themen und hatten auch gegen uns Möglichkeiten zu verteidigen und sind dann, denke ich mal, auch ein bisschen glücklich in Führung gegangen durch die Chance von Beckus. Und was ich nicht verstehe, dass wir uns dann eben noch zweimal wieder da so anstellen, dass wir eben die Preußen-Spieler nicht auf außen lassen, sondern immer wieder nach innen rein konnten. Und wenn wir 2 Tore bekommen, einfache Tore, wo wir nicht gut verteidigt haben. Und am Ende, wie gesagt, war das ja jetzt nicht mehr wichtig. Wichtig war, dass wir am Mittwoch das Ding zugemacht haben. Und ich möchte auch mal nochmal die Gelegenheit heute hier nutzen, den Staff und die ganzen Leute, die jetzt hier mit mir 3,5 Wochen zusammengearbeitet haben, einfach nochmal Danke zu sagen. Weil das war schon eine schwierige Situation, was der Zeugwart oder die Physios und selbst Mario Kalni, wir waren ganz eng zusammen. Und das war am Ende auch stark, dass wir das gepackt haben und dass wir so zusammengehalten haben. Und sind wir einfach alle froh, dass wir das eben gepackt haben. Danke. Danke, Thomas Hossmann. Ja, Fragen der Presse sind draußen beantwortet worden, deshalb schließen wir die PK an dieser Stelle. Sascha Hildmann, Ihnen persönlich alles Gute, dem SC Preußen Münster natürlich auch alles Gute in der Regionalliga dann zunächst. Und wir sehen uns dann kommende Saison hier wieder in alter Frische. Danke. Dankeschön.